Bereits im Februar dieses Jahres berichteten wir von der geplanten Baumaßnahme im Wolfgangsstift, welcher die neue Heimat der Kita Guter Hirte werden soll. Damals machten sich die Kinder und Erzieher auf den Weg, um einen Blick auf ihr zukünftiges Domizil zu werfen und in einer kleinen Feierstunde den geplanten Bau zu würdigen. Nun hat sich dort schon so einiges getan, denn zu Beginn der Sommerferien wurde mit den Bauarbeiten in die Vollen gegangen. Wir haben mittlerweile mehrere Firmen gebunden. Der Rohbauer sozusagen hat die Firma Entier übernommen, ist im Bereich der Kita soweit durch. Abbruch, statische Maßnahmen sind soweit erfolgt. Und wir haben jetzt gerade, man hört, sie arbeiten, die Trockenbauer hier im Gebäudeteil, Elektroinstallateure und Heizung, Lüftung, Sanitärarbeiten laufen gerade. Ich denke, ein wichtiges Merkmal ist zum einen der Aufzug, der in das historische Gebäude hier eingebaut wird, der dann eine große Flexibilität in der Betreuung und auch eine integrative Betreuung zulässt. Der kommt in den Nordflügel des Wolfgangstifts. Dort wird gerade der Fahrstuhlschacht errichtet, sodass dann auch da eine barrierefreie Erschließung möglich ist. Und davon konnte sich die Öffentlichkeit im Rahmen einer Baustellenführung am 25. Oktober ein Bild machen. Zweifelsohne war die Baumaßnahme auf lange Zeit unumgänglich, denn am alten Standort in der Bertheich-Promenade, in welcher die Kita Guter Hirte seit mehr als 80 Jahren angesiedelt ist, wurden die Ausbau- und Kapazitätsgrenzen mittlerweile erreicht. Und auch die dortigen Sanitäranlagen sind mittlerweile einfach zu sehr veraltet. Da ist es doch hoch erfreulich, dass am neuen Standort die Bäder sogar mit einer Fußbodenheizung ausgestattet werden. Und auch eine kleine Kinderküche soll zum Mitbacken und Kochen animieren. Zweifelsohne bietet also der neue Standort eine Reihe von Vorteilen. Ja, ich denke, das eine ist der Platz und vor allen Dingen die Anordnung der Räume. Wir haben im vorhandenen Gebäude ja sehr, sehr enge Platzverhältnisse, die über mehrere Etagen recht verschachtelt und verwinkelt dort erschlossen werden. Und zum anderen, denke, das war für die Kita auch eine wichtige Entscheidung, ist der Standortvorteil über die Zusammenarbeit mit Gemeinde, mit der St. Jakobsgemeinde als Träger, die ja im gleichen Haus sitzen. Hier ist die Winterkirche, der große Gemeindesaal, der auch von der Kita dann mitgenutzt werden kann, sodass dort mehrere Synergieeffekte sich ergeben werden. Neben der Baustellenführung war vor allem die Übergabe eines Spielhauses vom Ingenieurbüro Zimmer und Rau sowie zahlreichen weiteren daran beteiligten Firmen ein Highlight. Das Haus war kaum in das Gebäude gelangt und wurde sofort von den interessierten Kindern genau inspiziert. Ganz besonders hilfreich war außerdem ein Scheck in Höhe von 3.500 Euro, welcher ebenfalls an die St. Jakobsgemeinde übergeben wurde. So hatte das Ingenieurbüro erst im Juli sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert und rief die Gäste anstatt zu Jubiläumskörben lieber zu einer kleinen Spendenaktion für die Kirchengemeinde auf. Und am Ende rundete man den Betrag sogar noch um 500 Euro auf. Da ließen die Kinder natürlich nicht lange auf sich warten und bedankten sich für alles mit dem Lied »Du hast uns deine Welt geschenkt«. Die Bauarbeiten und der anschließende Umzug sollen bis zum Frühjahr 2013 abgeschlossen sein und wird von den Kindern und Erziehern sicherlich mit großer Spannung erwartet.